Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Ben's Gaming TV. Heute stelle ich euch das Aldi Nord Feuerwerksprospekt 2023 vor. Also Leute, seid gespannt, viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Artikel und das ist eine Neuheit von Nigo. Denn Aldi Nord verkauft dies Jahr erneut wieder Nigo Feuerwerk, dies Jahr auch viel mehr Artikel als letztes Jahr. Viele Neuheiten von Nigo, genauso wie Lidl auch. Also anscheinend wird jetzt immer mehr Nigo bei Aldi und Lidl eingefügt. Fangen wir an mit einer etwas kleineren Batterie und das ist die Solar Flare, die die Eruption im Aldi Nord ersetzen wird. Im Aldi Süd gibt es ja noch die Eruption, aber zu diesem Prospekt vom Aldi Süd werden wir auch dann noch kommen. Jetzt aber erstmal hier Aldi Nord, da haben wir als Ersatz die Solar Flare. Ebenfalls wie die Eruption eine 16 Schuss Feuertopfbatterie hier für 2,99 €. Dann rechts daneben der Ersatz für das altbekannte Lollipop, die Neuheit aus dem letzten Jahr. Hier haben wir jetzt das Star Hunter für 4,99 €, ist ein bisschen kleiner als das Lollipop, vielleicht auch ein bisschen schlechter, eine Rakete weniger, ein bisschen Kleinkram weniger, aber finde ich immer noch ein sehr gutes Set für diesen Preis, besonders halt für Familien. Da sind 5 Raketen enthalten, ein Sonnenvogel, Feuerringe, Knallerbsen, Meteoriten, nochmal Knallerbsen, China Cracker oder China Knaller und ein römisches Licht. Dann weitere Raketen, einmal das Ivanhoe und das Viel Glück Raketensortiment. Werde ich mir dies Jahr wahrscheinlich beide mal mitnehmen, aber auch da wird es nochmal ein extra Video geben von meiner Einkaufsliste. Ja, der Preis gleich geblieben wie auch die letzten Jahre, 9,99 €. Das Viel Glück Raketensortiment ja letztes Jahr neu erschienen. Sind schöne Goldraketen mit roten und gelben Blinker-Effekt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Ivanhoe die klassischen Raketen auch unter High-Speed-Bombs bzw. dies Jahr High-Speed-Rockets bekannt aus dem Lidl. Auch finde ich schöne Raketen für den Preis. Kommen wir auf die nächste Seite, da haben wir ein wenig Kleinkram und zwar einmal Knallerbsen für 1,99 €. Crazy Party Tischbomben für 3,49 €. Der Preis, finde ich, ist echt fair für 5 Tischbomben. Dann hier Riesentischbomben je 3,99 €. Ein Party-Sortiment mit Luftschlangen, Knallbonbons, diese Ziehflaschen und Tischbomben für 4,99 €. Und das altbekannte Pyro Superstars, was die letzten Jahre immer für den Wahnsinnspreis von 4,99 € zu kaufen gab. Dies ja leider eindeutig teurer geworden, 8,99 €, aber ich muss sagen, für dieses große F1-Set ist das immer noch ein sehr guter Preis. Da bekommt man dieses Set in anderen Discountern, in der kleineren Variante, für deutlich mehr Geld. Kommen wir dann auf Seite 3, da haben wir dann die XXL Riesenwunderkerzen, die 1 Meter lang sind, für 2,99 €. Dann das Jackpot, auch ein Klassiker. Für leider 9,99 €, da merkt man schon die Preiserhöhung, denn die letzten Jahre immer 6,99 € gekostet. Dies Jahr damit, ja, leider teurer geworden auf 9,99 €, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Pappschachtelversion, da ja Pappe ein bisschen teurer als Plastik ist und allgemein sind ja dies Jahr so Sets schon, einfach teurer geworden. Genauso wie das nächste. Und das ist das Art of Light, das es sonst die Jahre immer für 9,99 € gab. Wurde einfach 8 € teurer, kostet jetzt 17,99 €. Also dieses kann ich leider nicht mehr empfehlen. Da würde ich trotzdem lieber noch das Jackpot für 9,99 € kaufen. Da finde ich einfach die Sortierung auch besser. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Raketen. Da haben wir einmal das Familiensortiment Avalon für 11,99 €. 2 € teurer geworden. Ja, wie viele Raketen sind da? 7 Raketen sind enthalten.
muss ich sagen, sind jetzt keine besonderen Raketen. Wahrscheinlich auch teurer, weil die Kappen jetzt aus Pappe statt Plastik sind. Ja, ist ganz in Ordnung, das Raketensortiment, aber da finde ich, gibt es in anderen Discountern bessere Sortimente. Ich finde die Sortierung jetzt nicht sowas von ansprechend, wie jetzt zum Beispiel beim Fire Fantasy oder so. Oder wie beim Frenzy Family von Penny. Wir haben hier eine Quattro-Fontäne, wenn ich mich hier richtig sehe. Dann eine Knallkette, zwei Röhlis, Knallerbsen, Wunderkerzen, Frösche und Chinaböller. Ist jetzt keine besondere und große Sortierung. Daneben dann das, wie ich finde, ja schon überteuerte Camelot 1999. 10 Raketen enthalten, davon drei etwas größere, hatten ja damals, glaube ich, immer den Dreifachschlag teilweise. Dies Jahr soll ja der Dreifachschlag wohl raus aus den Raketen sein, was ich sehr schade finde, denn das war schon was Besonderes eigentlich. Sortierung ist aber ganz schön, finde ich. Zwei Fontänen, Sonnenvögel, zwei Stück, hier Pyroretten, römisches Licht. Wunderkerzen, Donnerschläge, das sind Superböller 1 und Riesen-China-Böller, ich denke mal, D sind es. 1999 finde ich da trotzdem, ja, zu teuer einfach. 14,99 wäre mein Maximum bei diesem Set, was finde ich fair wäre. Dann kompletter Müll, hier das Star-Tail-Raketensortiment von diesem komischen Nico. Umweltfreundlichen Feuerwerk, also da ist ja wirklich alles kompletter Müll und völlig überteuert. 7 Raketen, soweit ich weiß, sind alles Shit-Raketen, die sauschlecht sind, also das bitte liegen lassen. Und dann eine Neuheit, das finde ich, sieht sehr interessant aus, und zwar das Raketensortiment von Nico, Starburst Symphony für 14,99 Euro. Da sind 21 Raketen drin und davon 4 Kugelbombenraketen. Das Set könnte man sich mal anschauen und vielleicht halt zum Testen mal mitnehmen. Kommen wir zu ein paar Batterien. Da haben wir einmal die Neuheit vom letzten Jahr. Die Big Bombastic wurde 3 Euro teurer auf 12,99. Das ist eine 20-Schuss-Fächerbatterie mit 25 mm Kaliber. Brenndauer ist nicht besonders, aber finde ich trotzdem eine schöne Batterie. Vor allem diese Fächerschießerung, die dauerhaft ist. Finde ich 12,99 immer noch in Ordnung für diese Batterie, kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Dazu möchte ich noch sagen, in den nächsten Tagen, oder was heißt die nächsten Tage, ist eigentlich heute noch geplant, kommt auch noch eine 50-Euro-Einkaufsliste von Aldi für euch, wo ich euch die besten Artikel, die ihr für 50 Euro bekommen könnt, empfehlen werde. Das Ganze kommt dann auch noch mit 100 und 200 Euro. Also Leute, um das nicht zu verpassen, gerne Abo und Like da lassen, würde mich sehr freuen. Und dann bleibt ihr dauerhaft auf dem Laufenden. Dann finde ich eine nicht wirklich schöne Batterie, meiner Meinung nach eine Schmutzbatterie, hatte ich letztes Jahr, die Dragonfire 51 Schuss und auch eine saftige Preiserhöhung. Kostet dies Jahr 27,99 €. Hat zwar 25 mm Kaliber, aber halt nicht alle Rohre sind 25 mm. Also nur teilweise hat die Batterie 25 mm. Ist, finde ich, auch jetzt vom Effekt her keine schöne, besondere Batterie. Vor allem halt nicht für diesen Preis. Dann die nächste Nico-Neuheit, die Fireworks Fiesta. Und das ist eine 25 mm Batterie für 17,99 €. Muss man sich auch mal die Effektvideos anschauen. Von den Effektvideos her gefällt die mir noch nicht so sehr, dass ich sie mitnehmen würde. Aber vielleicht muss man sich einfach mal ein Bild in echt von dieser Batterie verschaffen. Weiter geht's mit der Tristan. Die hat sonst die Jahre, glaube ich, immer 4,99 € oder 5,99 € gekostet. Dies Jahr finde ich überteuert mit 6,99 €. Hatte ich auch letztes Jahr zum Testen. Die hat mir irgendwie echt nicht so gefallen. Trotz der 20 mm Kaliber würde ich auch eher liegen lassen. Dann die Heavy Metal Reloaded ist eine 30 mm Batterie mit 19 Schuss, aber auch eine saftige Preiserhöhung. Sonst die Jahre immer 12,99 € gekostet.
dies Jahr einfach 17,99 € und damit 5 € teurer geworden. Finde ich, ist aber trotzdem immer noch eine sehr, sehr schöne Batterie. Aber da würde ich lieber für 19,99 € beim Lidl die Pyro Conversion mitnehmen, die ein paar mehr Schuss hat, 23 um genau zu sein, und vorher noch eine sehr, sehr schöne Fontäne drin hat. Dann die nächste Nico-Neuheit, die Batterie Kabuma, 15 mm, also nichts Großes, 7,99 €. Ja, zum Warmschießen vielleicht. Dann die Poison. Leider dies Jahr wieder teurer geworden. Beim Aldi Süd wurde sie günstiger, beim Aldi Nord leider teurer. Das ist so eine andere Geschichte, was ich überhaupt nicht verstehe, warum Aldi Nord ihre Preise deutlich höher im Vergleich zu Aldi Süd hat. Aldi Süd teilweise ja sogar die Preise günstiger gemacht von manchen Artikeln. Aldi Nord teurer leider. So wie bei der Poison. Nehme ich jetzt mal als Vergleich Aldi Süd. Poison dies Jahr 3,29 €, damit günstiger als letztes Jahr. Poison im Aldi Nord 1 € teurer, und zwar auf 4,99 €. Werde ich dies Jahr aber trotzdem mitnehmen. Ist trotzdem, finde ich, noch ein fairer Preis. Mehr sollte sie dann aber auch nicht kosten. Hat 19 mm und 16 Schuss. Dann die Drachenzauber. Ja, 7,99 € würde ich auch eher liegen lassen. Ist ja keine besondere Fontäne, wie ich finde, und halt zu teuer. Verbund Ironheart 26,99 € zu Verbünden, kann ich ja immer nicht so viel sagen aus den Discountern. Die interessieren mich halt einfach nicht. Ja. Und das nächste, ich sag mal, Fontänen- bzw. Batteriesortiment, was komischerweise wieder komplett überteuert wurde dieses Jahr und die Preiserhöhung sowas von krass war, genauso wie halt auch beim Jackpot. Und bei diesem Art of the Light, ja, das Supernova sonst immer 29,99 €, die ist ja einfach 10 Euro teurer geworden. Leute, was ist das? 39,99 €, 10 € teurer. Leute, nehmt das bitte nicht mit für diesen Preis. Stellt euch da eure Batterien, Fontänen, Böller, wie auch immer, selber zusammen, dann kommt ihr günstiger. Und habt bessere Artikel, wie ich finde. Der nächste Artikel, die Double Power für 4,99 €. Finde ich sehr schön, dass es die noch beim Aldi zu kaufen gibt im Vergleich zum Lidl. Die gibt es ja im Lidl leider nicht mehr überall. Dafür die Double Quasche halt regional. Ja, aber halt der negative Aspekt daran ist, im Aldi Süd kosten die 3,49 € dies Jahr, hier im Aldi 4,99 €. Damit auch 1 € teurer als letztes Jahr. Nächste Nico-Neuheit. Die Glitzerkiste ist eine 111-Effekte-Batterie. Gibt es dies ja auch beim Lidl zu kaufen für den gleichen Preis von 9,99 €. Würde ich aber liegen lassen. Ist, finde ich, nichts Besonderes. Dann der Verbund für 39,99 € Dreamcatcher. Dann hier wieder eine Müllbatterie als Neuheit von diesem umweltfreundlichen Feuerwerk. Die Galactic Geysir für 19,99 €. Nächste Nico-Neuheit. Thunderbolt ist eine 47-Schuss-Batterie mit 20 mm Kaliber. Finde ich 19,99 € auf dem ersten Blick auch deutlich zu teuer. Dann eine echt schöne Batterie, Fontäne meine ich, wie ich finde. Und zwar die Pegasus hat einen echt schönen Effekt. Auch ein sehr, sehr starkes Crackling dabei. Kostet 3,99 €, damit 1 € teurer, aber finde ich immer noch sehr lohnenswert. Ist echt eine schöne Fontäne. Dann die Magma Vulkane für 8,99 € beim Aldi Süd. So wie beim Lidl gibt es genau die gleichen, aber für 6,99 €. Auch da kleiner Tipp, lieber beim Aldi Süd, wenn ihr den habt, oder halt beim Lidl kaufen. Aber ist jetzt nur eine Vermutung, wirklich nur eine Vermutung, da ist nichts bestätigt oder irgendwas. Ich glaube, dieses Prospekt wird nochmal angepasst auf die Preise von Süd und Lidl. Ist nur eine Vermutung, wäre, finde ich, auch schlau und sinnvoll. Dann haben wir die Galaxy. Ist, was ist das? Eine 2-Profi-Feuerwerksbatterie. Ja, 12,99 € ist, glaube ich, Müll. Dann die Witchcraft für
für 16,99 13 mm. Also Leute, die ist, glaube ich, auch komplett am Müll, würde ich auch für 16,99 auf gar keinen Fall mitnehmen. Dann die Midnight Hunter Verbund, 19,99 €. Hier links eine Alligator, in der Mitte eine Powerbox, rechts eine Poison, auch komplett überteuert und Müll. Lieber einzeln kaufen. Dann die Artus für 2,99 €. Endlich mal was, was genauso vom Preis geblieben ist wie letztes Jahr. 10 Schuss, 18 mm Kaliber. Fand ich echt schön für den Preis letztes Jahr. Dann die Copernicus 12,99 € 15 mm. Würde ich auch nicht mitnehmen. Sehr, sehr uninteressant. Dann die Blowout für 19,99 €. Hatte ich letztes Jahr. Die fand ich echt schön. 30 mm am Anfang eine Fontäne. Auch ein recht schöner Effekt. Kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen für 19,99 €. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Dann ein neuer Verbund, und zwar ein Nico-Verbund. Der sieht, finde ich, gar nicht mal so schlecht auf dem ersten Blick aus. Und zwar der Verbund Dragons Breeze. Ah, okay. Ja. Ich sehe gerade Kaliber bis maximal 16 mm. Also Leute, doch Müll. 49,99 € auf gar keinen Fall mitnehmen, Leute. Und zu guter Letzt nochmal hier ein Verbund, und zwar die Final Showdown. Auch Kaliber nur bis zu 13 mm und dann 34,99 €. Auch absolute Abzocke und sauschlecht. Also Verbünde sollte man allgemeinen Discountern, wie ich finde, nicht kaufen. Hier nochmal ein kleiner Überblick für euch. Also es gibt schon schöne Artikel, leider finde ich aktuell schon ein Ticken zu teuer, manche Artikel. Wahrscheinlich auch einfach, weil man weiß, dass Aldi Süd deutlich bessere Preise hat als Nord. Darum hoffe ich einfach, dass Nord auch nochmal die Preise auf Süd und Lidl anpasst. Ansonsten, ja, wie gesagt, schöne Artikel mit dabei. Einkaufslisten werden folgen. Dann auch noch meine persönliche, also das war noch nicht das letzte Video zum Thema Feuerwerk, das kann ich euch versprechen. Da wird noch einiges dieses Jahr kommen. Ja, dann, wie gesagt, abonnieren und liken nicht vergessen, damit ihr das Ganze alles nicht verpasst. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Video.